Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde, heute stelle ich euch das Spiel Splitter vor. Das Spiel ist vom Nürnberger Spieleverlag für 1 bis 12 Mitspieler ab 8 Jahren. Bei diesem Spiel sollen die Mitspieler hier die 2 gewürfelten Zahlenwerte auf ihrem Spielfeld nach gewissen Regeln eintragen. Das Ganze geht dann so lange, bis alle Felder belegt sind. Dann kommt es zu einer Endwertung und derjenige, der danach die meisten Siegpunkte hat, ist der Sieger dieses Spiels. Es gibt bei diesem Spiel 2 Tableaus, 2 Seiten eines, 2 Seiten, die man benutzen kann. Einmal die Seite A und einmal hier die Seite B, die dann etwas schwieriger ist. Wer an der Reihe ist, würfelt. Und jeder Spieler trägt jetzt auf seinem Spielplan sich diese 2 Zahlen ein. Die einzige Bedingung ist, dass diese Zahlen links und rechts von der Mittellinie sind, und zwar in genau dem gleichen Abstand. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel die 3 eintrage, dann muss die 4 hierhin. Trage ich hier die 3 ein, dann sind ja hier 2 Felder Abstand zur Mittellinie, dann muss die 4 auch in einem Abstand von 2 Feldern eingetragen werden. Die Zahlen sollte man so eintragen, dass sie Ketten bilden für eine Zweierkette. Aus 2 Zweien kriegt man 2 Siegpunkte. Für eine Kette aus 3 Dreien kriegt man 3 Siegpunkte. Aus 4 Vieren eine Kette bringt 4 Punkte. Bis maximal eine Kette aus 6 Sechsen bringen dann 6 Siegpunkte. Ist die Kette über diese Sterne gekreuzt worden, dann verdoppelt sich deren Punktzahl. Also diese 3 Vieren könnte man jetzt zum Beispiel die 3 hierhin und die 4 hierhin. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Eine 2 und eine 4. Da könnte man die 4 hier und die. Dann könnte man die 4 hierhin und die 2 dahin. 2 Fünfen. Ja, die 2 Fünfen, die könnte man versuchen, hier und hier einzutragen. Da haben wir eine 1 und eine 5. Ich würde jetzt hier die 5 versuchen, hier unten einzutragen. Dann müsste die 1 dann hier unten hin. Bei der 3 und bei der 5 würde ich jetzt hier mal die 5 eintragen. Dann habe ich ja hier immer noch die 5er-Kette, aber hier auch noch eventuell den Beginn einer 3er-Kette. Zwei und 3. Da gehe ich hier mal da die 3. Da trage ich hier die 3 ein und hier die 2. Ich habe also jetzt hier schon eine Dreierkette, habe also hier schon 3 Siegpunkte. Eine 4 und eine 3.
Die 4 und die 3 mache ich hier mal, die 4 und da die 3 hin. So, noch einen Wurf mache ich. Ich denke, dann ist das Prinzip klar. Die 2 und die 5, da mache ich hier die 5er Reihe weiter und dementsprechend muss ich dann hier die 2 eintragen. Das heißt, ich habe hier schon 4 Fünfer. Ich sollte jetzt versuchen, hier die fünfte 5 hinzubringen. Dann hätte ich 5 Siegpunkte und dadurch, dass ich hier den Stern über angekreuzt habe, werden dann aus den 5 10 Siegpunkten. Ja, und so geht das jetzt immer weiter. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Ihr seht, ich habe hier versucht, eine Sechserkette zu bilden. Die hat leider nicht funktioniert. Aber ich habe hier einmal 3 und hier nochmal 3, dann eine Zweierkette, dann hier eine Viererkette und nochmal eine Viererkette. Hier habe ich eine Fünferkette gebildet, hier eine Zweierkette, die mir dann 4 Siegpunkte bringen. Dann natürlich auch einige Einser, die dann einen Siegpunkt bringen. Da kommt es dann am Ende des Spiels zu einer Endwertung. Dann habe ich hier also 8, 6, 6, 8, 5. Bei 6 leider nicht, sondern es ergab dann eine Addition von 35 Siegpunkten. Und derjenige Spieler, der dann die meisten Siegpunkte hat, ist dann der Sieger dieses Spiels. Das ist das Spiel Splitter vom Nürnberger Spieleverlag für 1 bis 12 Mitspieler ab 8 Jahren. Viel Spaß!